Gegenwart bei uns, aktuell bei Smokers Blenheart, viele Produkte, die so in der Tabak auf dem Weg sind. In der aktuellen Ausgabe steigern wir uns. Die ersten Produkte sind da, sei es im Pfeifenbereich, sei es im Tabakbereich, sei es bei der Zigarre. Auch Genussprodukte basieren auf der Vergangenheit und entwickeln sich in die Zukunft. Die Zukunft basiert auf Genuss, auf Genussprodukten, die wir seit Jahrhunderten kennen, auf die Tabakpflanze und natürlich auch auf die Weintraube. Aus dem Tabakpflanze werden heute wunderschöne Blends gemacht, die wir vor einigen Jahren noch gar nicht kannten. Beim Wein ist es genauso und im Genuss generell sowieso so. Die Sensorik wird gefordert. Wir fordern jetzt die Sensorik, die geistige Sensorik bei Ihnen, für diese Ausgabe, die Smokers Blenheart Ausgabe 36. Die Zukunft hat schon lange begonnen. Visionen sind zu Realitäten geworden. Wir starten in der aktuellen Newsletter-Ausgabe mit Nachgefragt. Nachgefragt mit Marc Assmann. Die Kolumne zum Thema Aufräumer sind gefragt. Räume deine Gewohnheiten auf und ergänze diese durch Vorteilhafte. Unter Intro. Zu Estes 20. Geburtstag. Die Einführung einer neuen Acid-Serie in Deutschland. Seit 20 Jahren ein fester Bestandteil in den Humidoren in den Vereinigten Staaten und die meistverkaufteste Marke dort. Diesen Meilenstein feiert True Estate jetzt auch in Deutschland. Das Zigarren-Highlight aus den USA, Black Label Trading Company, startet jetzt mit Charles Firman, Kleinlagervertriebsgesellschaft, zur Interpark 2019 in Deutschland. Die Lorsa Brasil, die Brasil aus Lorsch. Nicht alles gibt sie preis. Viel Lorscher Tabak, doch der Rest des Blends bleibt ein Geheimnis. Aktuelle Gewinnspielrunde mit Kopfpfeifen und dem White Elephant. Gewinnen Sie einen von 10 Kenia-Beuteln. Spannende Geschichte rund um ein neues Produkt, beziehungsweise ein Produkt, was einen neuen Anstrich bekommen hat. Und das schon entdeckt? AWO. Neue, limitierte Genusserlebnisse mit AWO-Zickers. AWO East und AWO West. Zwei einmalige Mischungen, zwei besondere Formate. Und da trinkt man viel Buntes. Falstaff Whisky Traffy 2019. 222 Whisky haben die Jungs da getrunken und ausgewählt. Und wer da die Plätze 1 bis 10 erreicht hat, das lesen Sie in unserem Artikel. Der Ferdinand ist auch wieder unterwegs. Ferdinand Chen mit einer Sonderedition. Ein fruchtiger Freund mit frohen Noten. Nikolaus Kröger, ein junger, aber bereits sehr erfolgreicher Mann in der Spirituosenbranche, kommt mit dem Wagemut. Vom Lebensstern zum Wagemut. Und dann mit einer Eigenmarke. Ein Barchef, der sich mit einer eigenen Produktion auf den Markt wagt. Auch ein schönes Thema, die vier Hasendestillate. Der Brennmeister heißt Hasenstab und er bringt die vier Hasendestillate auf den Markt und hat damit richtig viel Erfolg. Neuberg Kirsch Whisky, da gibt es auch mal wieder eine wunderschöne Produktergänzung aus dem Irish Whisky Bereich. Und unter Top of the Week, da sind wir bei einem richtig schönen Klassiker, zumindest mal ein neues Produkt, was ganz schnell den Markt erreicht hat, die Corrida Cigarello. Von der Corrida Zigarre zum Cigarello ein kleiner Schritt, aber ein toller Geschmack, der uns hier begleitet. Großer Geschmack im kleinen Format, exotische Geschmacksvielfalt, ein moderner Short Smoke mit einem handüberrollten Deckblatt. Der Hingucker der Woche, da geht's auf hohe See, für tabakaffine See- und Seemänner. Hauser auf hoher See mit der Passateurer Pfeifenserie Sela, die wir Ihnen schon einmal präsentiert haben. Unter Besuchbar, da ist Davidoff Live, Premium Zicker, First Class Lounge und Champions League Feeling gleichermaßen. Davidoff feierte das Facelifting der Davidoff Lounge in der Allianz Arena in München. Eine Runderneuerung, die wirklich Furore macht. Knaps Laden ist in der Neuzeit gelandet, dazu gibt es auch ein wunderschönes Video. Und in der Göppiger Vogelwelt gibt es Gin mit viel Sinn. Die Einladung in den Landeplatz für Genießer im September bei Alfred Vogel. Balmoral ist weiter unterwegs, diesmal mit einer Präsentation in Gelsenkirchen und einer Präsentation in Neuss. Und ja,
Was ganz Großes dann auch am 14. September die Zika World Hausmesse in Düsseldorf. Hier bei uns ein Seminarüberblick. Die Bändens laden ein und die Aficionados werden Schlange stehen. Trink sein Moor. Schlitzer Destillerie und Papert machen Brut Gin Wilhelm. Der Wilhelm ist ein altes Rezept auf einer Grundlage einer Bäckerei. Wie schon angekündigt, das zweite Video im Mediasender in dieser Woche, Knapsladen in der Neuzeit gelandet, ein charmanter Genießer-Schmuckkasten im Odenwald, der sich neu präsentiert. Die Chefin gibt viel Informationen und Villinger präsentiert wunderschöne Produkte. Der Partner der VIP-Lounge, Miguel Private Zickers mit Thorsten Reich in Berlin. Reinschauen und sich schlau machen und genießen natürlich. Weiter geht's dann natürlich wie immer. Wer hier bis jetzt noch nichts gefunden hat, unter rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Zukunft, Visionen, neue Produkte. Welcher Beitrag hat denn Sie persönlich ganz filigran im Kopfkino in dieser Ausgabe erreicht? Ich kann nur sagen, ich liebe die kleinen Produkte, die aus dem Dunkeln kommen, die mit viel Emotion auf den Markt gebracht werden. Und natürlich Aktivitäten, wie wir jetzt zum Beispiel bei Davidoff gesehen haben. Der Vertrieb wurde neu justiert. Da gibt es Aktivitäten, die man vorher auch nicht erkannt hat. Zukunft, Visionen. Und Knapsladen in Buchen im Odenwald. Ein kleiner Laden, ein kleines Tabakgeschäft mit vielen Aktivitäten, bunt aufgereiht und wirklich mit viel Charme verkauft. Für mich eine wunderschöne Geschichte. Natürlich alles auch in Verbindung mit großen Partnern, bei Knapsladen zum Beispiel mit der Firma Villiger. Aber so leben wir gemeinsam in dieser ganzen Branche und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Ausgabe auch wieder dabei sind. Das war Smokers Planet, Ausgabe 36. Bis zum nächsten Mal.